Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lisa und ich entführe euch in meine Beauty-Welt. In meinem heutigen Video geht's um Eyeshadow Base. Was macht eine Eyeshadow Base? Für was braucht man sie? Wofür benutzt man sie? Was ist die Wirkung? Ich werde es euch verraten. Kennt ihr das? Ihr schminkt euch früh morgens die Augen, wunderschönen Lidschatten, ein schönes Augen-Make-up und dann nach 2 Stunden alles weg. Die Farbe ist in die Lidfalte gerutscht, es hat gegrießt. Und das wollen wir verhindern mit einer, Entschuldigung, habe ich gestottert, mit einer Eyeshadow Base. Und eine Eyeshadow Base hält euer Lidschatten den ganzen Tag und euer Augen-Make-up und es verrutscht nichts in die Lidfalte und gar nichts. Deshalb macht man eine Eyeshadow Base. Ich habe früher auch keine Eyeshadow Base verwendet. Warum? Tja, ich habe immer gedacht, das braucht man nicht, aber ich habe selbst getestet und ich habe selbst eine. Und ja, es gibt verschiedene Produkte. Es gibt von teuer, sehr teuer High-End-Produkte. Es gibt günstige. Und ich habe jetzt keine Erfahrung mit Eyeshadow Base, mit teuren Produkten, sondern nur, weil ich mehr mit günstigen Produkten aus dem Drogeriebereich arbeite, habe ich eine Eyeshadow Base und die möchte ich euch vorstellen, mit der ich sehr zufrieden bin. Und zwar ist es von Rival de Loop Young, die Eyeshadow Base, die gibt es, die Eigenmarke von Rossmann. Hält sehr lang, man braucht nicht viel, sieht so aus, ist eine cremige Konsistenz. Und ja, und euer Lidschatten wird brillanter, wenn ihr die auftragt, viel intensiver, die Farbe kommt besser raus als ohne Base. Und ist haltbarer. Den ganzen Tag hält euch der Lidschatten. Ich werde es euch zeigen. Und zwar mit Lidschattenpalette aus der Essence Sun Club LE. Das ist eine LE. Ja, das ist sehr schön. Das ist die Glamour to Go Eyeshadow. Da gibt es mehr verschiedene, aber mir hat diese angesprochen. Ich mache es jetzt mal auf. Dann seht ihr besser die Farben und dann glänzt es nicht so, seht ihr? Und damit will ich euch beweisen und demonstrieren, was eine Base bewirkt. So, ich trage euch einen, diese Türkisfarbe, trage ich euch mal auf dem Handrücken, swatch ich mal das ohne Base. Man braucht schon mehr Farbe. Man muss schon schichten, seht ihr? Ich habe jetzt diese Farbe hier verwendet, die da, die leichte Kies, grün, blau. Seht ihr, so ganz leichte Farbabgabe hat. Ja, so. So. Und dann mache ich jetzt eine Eyeshadow Base dazu. Nebendran mit Base. So, das ist schön. Die glänzt auch ein bisschen, hat eine schöne cremige Konsistenz. So, und dann machen wir das Ganze noch einmal, damit ihr den Unterschied seht. Ja. So. Seht ihr? Das ist mit Base, das ist ohne Base. Mit Base kommt die Farbe viel brillanter, viel besser zum Vorschein. Und darum, und sie hält. Und wenn ihr keine Base verwenden wollt, gebe ich euch noch den Tipp, ihr könnt auch anstatt einer Base, könnt ihr euch auch Creme-Lidschatten verwenden. Und zwar habe ich da von Essence, Day All Day, da habe ich 4 Farben von diese Lidschatten, Creme-Lidschatten, Day All Day, seht ihr? Dieses wunderschöne Blau, haben alle einen Schimmereffekt, könnt ihr sehr gut als Eyeshadow Base verwenden. Dann dieses Rosé, Gold, schimmert ist es auch, kann euch die Farbe sagen, das ist die Farbe For Fairies,
Das ist diese da. Das für natürliche Looks, wenn ihr nicht so viel Farbe auf den Augen wollt. Dieses wunderschöne Blau ist die Farbe Jimmy Blue. So, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber seht ihr die Farbe? Ich mache euch den Pot mal auf. Seht ihr? Wunderschön. Ich swatche euch diese Farbe auch einmal. Die könnt ihr als Base verwenden oder ihr könnt es auch als Einzellidschatten auf euren Auge verwenden. Also wenn ihr nur diese Farbe wollt, kein Problem. Seht ihr diese wunderschöne Blau? Es glänzt und ist wirklich sehr schön. Und vor allem, das hält bombenfest. Weil, ich werde es euch demonstrieren, also die Farbe habe ich auch in Lila. Seht ihr? So ein wunderschönes Lila-Violettton. Es wirkt ein bisschen in der Kamera verfälscht, also es ist ein bisschen intensiver, aber es ist eine sehr schöne Farbe, glänzt genauso. Und ja, dann will ich euch das zeigen. Ich habe das jetzt euch geswatcht. Das ist ja ein bisschen eingezogen, dieser Creme-Lidschatten. Und jetzt will ich das wegwischen mit meinem Kosmetiktuch. Und da rubbel ich jetzt schon ganz schön. Und wie ihr seht, es ist immer noch dran. Also es hält bombenfest. Und ihr habt auf eurem Tuch, ihr könnt auch drüber wischen und drüber wischen. Es geht ein bisschen ab, aber seht mal, fast nichts auf eurem Tuch drauf, seht ihr. Und ihr habt die ganze Farbe noch. Und ihr müsst schon abends beim Abschminken braucht ihr ein gutes, also Augen-Make-up-Entferner. Am besten ölhaltig, weil das ist, hält Bombe. So, das war's. Nein, Entschuldigung, das war's noch nicht ganz. Und zwar möchte ich euch sagen, die sind auch aus der Sortimentsumstellung. Essence hat Ende Januar, Anfang Februar eine Sortimentsumstellung gemacht. Und da sind diese Farben leider alle aus dem Sortiment gegangen. Und die kosten normalerweise 2,95 € eine. Und da im das Sortiment, weil diese Farben aus dem Sortiment gehen und andere dafür reinkommen, kosten diese Farben pro 95 Cent oder 99 Cent. Und da habe ich 4 Stück davon. Und ihr seht, 2 € billiger. Also ist besser. Also schaut, wenn DM Sortimentsumstellungen hat, schaut euch da, da könnt ihr ganz günstige Sachen ergattern immer. Also ich werde euch noch viel vorstellen, auch wenn ich was Günstiges ergattert habe bei DM, Rossmann oder sonst was. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verbleibe eure Lisa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.